Dann möchte ich sehr gerne unsere Gäste vorstellen. Ich hoffe, in Ihrer Ansicht sehen Sie jetzt auch alle auf dem virtuellen Podium. Ansonsten vielleicht oben rechts nochmal mit dem Knopf Ansicht eine andere auswählen. Also zum einen möchte ich herzlich begrüßen Professor Dr. Katharina Zweig von der TU Kaiserslautern beziehungsweise dem Algorithm Accountability Lab. Dann Professor Dr. Georg Borges von der Universität des Saarlandes durften Sie bereits kennenlernen. Und Herrn Professor Dr. Peter Liggesmeier von Fraunhofer IESE. Herrn Liggesmeier, jetzt sehe ich Sie auch. Herzlich willkommen. Dann wollte ich begrüßen Professor Dr. Sarah Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität Wien. Aber wenn ich das richtig sehe, ist Frau Spiekermann gerade noch nicht da. Dann hoffe ich, dass sie gleich zu uns stoßen wird. Und begrüße auf jeden Fall noch Dr. Tarek Besold von der DEKRA Digital. Genau, Frau Spiekermann stößt hoffentlich gleich hinzu. Ihnen allen nochmal herzlich willkommen. Ich glaube, das ist eine spannende Mischung. Wir haben hier mehrere von Ihnen sind aus dem Projektkonsortium, haben an der Entwicklung der Ergebnisse mitgearbeitet. Und mit Herrn Besold und Frau Spiekermann haben wir auch zwei ganz externe Gäste. Zum Einstieg würde mich vielleicht noch einmal von dir, Katharina, interessieren. Euer Team an der TU Kaiserslautern hat sich ja vor allem den Use Cases aus dem HR-Bereich gewidmet und ist bereits angeklungen, dass dabei Fairness vor allem als ein oder das größte Hindernis identifiziert wurde. Um das sozusagen nochmal klarzukriegen, was macht es denn so schwierig oder kannst du nochmal erklären, was es mit dieser Fairness auf sich hat und wo da die Schwierigkeiten liegen? Ja, sehr gerne. Da gab es ja auch eine Nachfrage. Wie verhält sich denn das zur Fairness bei der DSGVO? Das Ding ist, dass wir einfach einen neuen Begriff genommen haben für etwas, was man vielleicht sonst Diskriminierung nennen würde. Und wenn wir wissen wollen, wie fair oder nicht oder diskriminierungsfrei ein System ist, dann müssen wir dem Computer immer eine Formel geben. Wir müssen dem irgendetwas geben, was quantifizierbar ist, um dann verschiedene Systeme gegeneinander zu vergleichen. Und dieses quantifizierbar machen, oder Mark Hauer hat das vorhin Operationalisierung genannt, das ist ein ganz großes Problem, denn der rechtliche Diskriminierungsbegriff ist jetzt per se erst einmal kein quantifizierbarer. Das heißt, die Informatik hat da unabhängig von rechtlichen Begriffen. Verschiedene Maße entwickelt. Wenn man die genauer anguckt, kann man nicht versuchen, oder ein System zu bauen, das verschiedene Fairness-Konzepte gleichmäßig optimiert. Naja, und damit haben wir eigentlich alle Zutaten schon beieinander. Wir brauchen eine Quantifizierung, weil wir sonst verschiedene Systeme nicht miteinander vergleichen können. Diese Maße sind im Moment entkoppelt von dem rechtlichen Diskriminierungsbegriff und sie stehen für verschiedene Konzepte, die sich nicht gut miteinander vergleichen lassen und nicht gleichzeitig optimieren lassen. Und das ist das Hauptproblem dabei. Vielen Dank. Dann, nachdem wir sozusagen jetzt nochmal einen genaueren Blick auf das Feld HR, Personalmanagement geworfen haben, Herr Liggesmeier, das Team von Fraunhofer IESE hat sich ja insbesondere die Use Cases aus dem Feld der Produktionsautomatisierung angeschaut. Fahrerlose Transportsysteme, Cobots, die Stichworte fielen bereits, aber vielleicht können Sie uns auch nochmal erklären, was aus Ihrer Sicht, welche Rolle Cobots überhaupt in der Zukunft in der Arbeitswelt spielen werden und welche Schwierigkeiten Sie da beim Einsatz sehen. Ja, das mache ich sehr gern. Also tatsächlich gehen wir alle davon aus,
dass kooperatives Arbeiten, also eine Aufteilung von Arbeitsprozessen zwischen Menschen und Maschinen in optimaler Form, in jeder Art zukünftiger Produktionstechnik eine große Rolle spielen werden. Das betrifft Industrie 4.0, aber auch wesentlich konventionellere Produktionsumgebungen. Tatsächlich können Roboter und Menschen ja nur gut zusammenarbeiten, wenn sie, ich sage mal, ganz schlicht einander gegenüberstehen und nicht durch irgendwelche Einzäunungen an einer kooperativen Arbeit gehindert werden. Das ist aber im Moment nach wie vor der Status quo. Wenn Sie also einen Roboter haben, der, sagen wir mal, schwere Lasten handhabt oder auch nur im ganz normalen Bereich mit einem Werker zusammenarbeitet, dann muss man garantieren, dass die beiden einander nicht ins Gehege kommen. Man kann das hardwaremäßig lösen, indem man um den Roboter einen Zaun baut. Das behindert aber natürlich das gemeinsame Arbeiten. So ergibt sich letztendlich der Wunsch, ohne physische Abgrenzung klarzukommen. Und das Mittel der Wahl, um das dann eben sicher zu handhaben, ist entsprechend Sensorik zu verbauen. Das können unterschiedliche Dinge sein, aber normalerweise wird heute ein Kamerabild darin eine zentrale Rolle spielen. Das wird man daraufhin auswerten wollen, wo denn möglicherweise Mensch und Roboter miteinander kollidieren können. Und diese Auswertung wird man typischerweise mit Bildauswerteverfahren machen, die auf maschinellem Lernen basieren. Und schon haben Sie eine Kollision zwischen dem Aspekt der Safety und der KI, der entlang der aktuell existierenden Technologiereife im Bereich maschinelles Lernen nicht so ohne weiteres aufzulösen ist. Also da tut Forschung Not, da hilft auch eine gesetzliche Regelung nicht, weil wir im Moment tatsächlich nicht so ganz genau wissen, wie wir das technologisch in den Griff kriegen können. Assurance Cases können dabei eine Rolle spielen, aber letztendlich ist auch in der Wissenschaft die letzte Antwort noch nicht erreicht. So bei den fahrerlosen Transportsystemen ist die Situation ganz ähnlich. Die könnten mehr leisten, wenn sie überall hinfahren dürften, wo es sinnvoll wäre, hinfahren zu können. Aber das macht man heute typischerweise aus Sicherheitsgründen nicht in unbeschränkter Form. Man könnte also mit entsprechenden Technologien eine höhere Effizienz erreichen. Auch das ist im Moment nicht ohne weiteres machbar. Also im Grunde genommen geht es bei diesen Use Cases um das Thema Autonomie, autonome Systeme, denen sozusagen mehr Intelligenz zu geben über Verfahren, die zum maschinellen Lernen gehören. Und nochmal, für maschinelles Lernen haben wir im Moment keine funktionsfähige Theorie. Ja, ich gucke Katharina Zweig an als Theoretikerin. Ja, wir können im Moment tatsächlich nicht beweisen, dass maschinell Gelerntes immer funktionieren wird. Wir haben aber auch keine vernünftige, ja, akzeptierte Technologie für den Test dieser Systeme, insbesondere dann nicht, wenn sie sich dynamisch verändern, was bei Lernverfahren natürlich eigentlich gewünscht ist. Also müssen wir darüber neu nachdenken. Vielen Dank auch für diese Ausführung. Beim Stichwort Test möchte ich gerne oder einmal in deine Richtung schauen, Tarek. Du bist ja jetzt bei Dekra Digital, hast aber in der Vergangenheit auch bei einer oder warst an einer Firma beteiligt, die auch selbstständig Testverfahren, insbesondere für sicherheitskritische KI-Anwendungen, entwickelt hat. Aus deiner Erfahrung, kannst du dir vorstellen, dass der Assurance Case Ansatz, der ja aus dem Safety-Bereich kommt, auch in Fragen der Fairness sinnvolle Ergebnisse bringt? Und da du ja auch sozusagen mit Normen sehr betraut bist, wie kann sich unser Vorschlag ATDD Assurance Cases in das bestehende Normengefüge einordnen? Dankeschön, Nikolas. Ja, also erste Hauptantwort, ja, ich hatte noch mehr Vorredner schon sagten, dass sie vermutlich nicht das Problem gesamt lösen werden.
Assurance Cases sind in meinen Augen eine strukturierte Argumentationshilfe. Und das ist, wann immer es um Testen und möglicherweise später Zertifizieren geht, ein wichtiger Baustein. Die Möglichkeit, die wichtigen Informationen, die in der Regel aus Einzelbestandteilen bestehen, in ein kohärentes Gesamtargument zu fassen, das am Ende ausreichend belegt dafür ist, dass ein System sicher oder fair oder secure ist. Insofern Assurance Cases unter Vorschlag, den Exam AI hier machen, halte ich für sehr, sehr relevant und auch sehr, sehr hilfreich in der gesamten Diskussion. Allerdings immer unter der Prämisse, was vor allem Frau Zweig sehr schön ausgeführt hat, ich brauche ja an den Endblättern, also ich brauche an den Punkten, an denen ich meinen Beleg für ein einzelnes Unterargument liefern muss, eine Evidenz, die zeigt, dass okay, das Unterargument hält. Und da komme ich dann wieder an dieses Bottleneck, bei dem es eben darum geht, gut, kann ich quantitativ bestätigen, dass mein System diskriminierungsfrei ist? Oder kann ich quantitativ bestätigen, nicht mal auf Systemebene, sondern für einen speziellen, klar ausdefinierten Aspekt, dass das System nicht diskriminiert? Und hier kommt dann auch ins Spiel, was Herr Liggesmeier erklärt hat. Hier laufen wir teilweise gegen den Stand der Forschung an. Also für klar definierte Fälle in klar definierten Kontexten, idealerweise alles nicht so komplex, können wir da Status quo bereits tun. Ich denke hier entweder an einige der Arbeiten aus erklärbarer KI, mit denen dann eben eine Expertin oder ein Experte ein Urteil fällen kann und sagen, ja, in meiner Qualifikation als Expertin kann ich hier bestätigen, für dieses Unterargument ist das Ding nicht diskriminierend oder ist das Ding sicher. Oder ich kann teilweise ja sogar formale Verifikation machen. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen virtuellen Sensor habe, das ist jetzt wesentlich weniger komplex als die Use Cases, die ihr euch in dem Projekt angesehen habt. Für einen virtuellen Sensor kann ich ein Sensorblatt erstellen, in dem eben für alle relevanten Messgrößen dann definiert ist, was ist ein akzeptabler Bereich. Und das Ding kann ich vielleicht sogar formal verifizieren. Aber wie gesagt, klare Domäne, klare Anwendung, nicht zu komplex. Alles, was jetzt dann in, sagen wir mal, Personalwesen geht, was in reale Umgebungen geht und ein nicht triviales System ist, da wird es schon wieder richtig schwierig. Und zwar aus methodologischen Gründen und dann auch aus konzeptuellen Gründen später, wenn ich anfange, über in Betrieb verändernde Systeme nachzudenken, bei denen ich vielleicht die Trajektorie der Veränderung nicht von Anfang an vorhersagen kann. Was Standardisierung und Normung anbelangt, auch hier Assurance Cases können da ein sehr schönes Framework sein, weil es eben zwar nicht die Frage, wie teste oder wie normiere ich KI abschließend beantwortet, aber weil es mir als Tester eine Methodik an die Hand geben kann, in der ich meine Testtätigkeiten strukturiere. Und eine Methodik, mit der ich dann später auch mein Testurteil begründen kann, um zumindest auszuschließen, dass logische Fehler in meiner Testmethode stehen. Also insofern, ich finde Assurance Cases sehr wichtig. Ich denke, dass sie genauso für Fairness wie für Safety, aber auch für Security beispielsweise anwendbar wären. Es ist aber noch ein ganz dickes Brett zu bohren, was uns die quantitativen Methoden, die Werkzeuge und auch die Vergleichbarkeit über verschiedene Einzelsysteme, die ja sehr heterogen gebaut sein können, anbelangt. Nico, vielleicht darf ich darauf nochmal antworten. Sehr gerne. Ja, ich glaube, also ich sehe es ein ganz bisschen optimistischer als Dr. Besold, denn was wir hier gemacht haben, ist natürlich, dass wir die eigentliche Frage außerhalb der Softwareentwicklung stellen. Wir fragen also die relevanten Interessensgruppen, was ist denn eure Definition von Diskriminierungsfreiheit an dieser Stelle? Und sobald sich diese Gruppen einigen können und wir dann ein quantifizierbares Maß zurückbekommen, ist diese Evidenz eigentlich trivial. Also die Frage ist jetzt eher, also ich glaube, wir haben jetzt im Sinne von Professorin Lucke klarer definiert, wer ist eigentlich zuständig? Und wir sagen, wir brauchen als Informatiker hier ein klares Requirement, also eine Anforderung an die Software, die muss klar und von außen definiert werden. Das sollten eben wir nicht machen. Das heißt, das einzige Problem besteht darin, lässt sich die immer komplexe Frage dem danach, was gerecht ist, was diskriminierungsfrei ist, lässt sich das quantifizieren?
Ein Problem, was tatsächlich neu ist und ich glaube, wo auch die Rechtswissenschaft nochmal neu drüber nachdenken muss, ist, dass wir ja die sensitiven Attribute, die im Moment im Grundgesetz festgehalten sind, die sind ganz klar darauf ausgerichtet, dass Menschen sie erkennen können. Wir Menschen können eben einige Eigenschaften von Personen gut erkennen, wie zum Beispiel das Alter, meistens auch das Geschlecht und anderes und danach diskriminieren. Der Computer könnte jetzt ganz nach ganz neuen sensitiven Attributen suchen, die uns bisher noch gar nicht wert schienen, als eigene sensitives Attribut gehalten zu werden. Was könnte das zum Beispiel sein? Wir könnten beim Arbeitnehmer feststellen, dass die Maus ganz schön schüttelt. Das könnte korreliert werden mit einer späteren Arbeitsunfähigkeit, zum Beispiel aufgrund einer Parkinson-Erkrankung. Die Maschine könnte dann schlussfolgern, diese Person sollten wir nicht auf einen verantwortungsvollen Posten schieben. Und das wären ganz neue Attribute, nach denen man vielleicht diskriminierungsfrei entscheiden sollte, die aber heute gar nicht auf dem Schirm sind. Deswegen auf der einen Seite sehe ich es etwas positiver als Dr. Besold und auf der anderen Seite denke ich, dass wir ganz neue Fragestellungen haben, um die man sich hier kümmern müsste. Prima. Tarek, du meldest dich. Zuvor würde ich allerdings sehr gerne nochmal Professor Dr. Sarah Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität Wien begrüßen, die jetzt zu uns gestoßen ist. Ich glaube, es gab technische Probleme. Ich hoffe, Sie können uns auch hören und wir hören Sie. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, herzlich willkommen und ich hoffe, das ist sozusagen jetzt nicht zu spontan, aber ich glaube, es könnte ganz gut anschließen an den Punkt, an dem wir gerade waren. Und zwar, wir haben ja im Examen-AI-Projekt einen Ansatz für das Testen von risikobehafteten KI-Systemen entwickelt und ganz parallel zu unseren Projektaktivitäten waren Sie im Rahmen der IEEE an der Entwicklung der IEEE 7000-Norm beteiligt, die sich mit der ethischen Entwicklung von Software und KI im Speziellen beschäftigt. Vielleicht können Sie sozusagen aus den Diskussionen im Rahmen dieser Entwicklung kurz einmal berichten. Gab es da Diskussionen über Kriterien von Fairness und wie wurde das Thema letztendlich in der Norm, beziehungsweise es ist ja eine ganze Normenreihe, adressiert? Also es gibt natürlich eine ganze Normenreihe, wie Sie richtig sagen, bei IEEE, die in Arbeit ist. Der 7000-Standard, den ich mitgeleitet habe, beschäftigt ist von seinem Anliegen her auf einer höheren konzeptionellen Ebene als das, was Sie jetzt hier gerade schon besprechen, was die einzelnen Kriterien des Erfolgs oder der Reife eines bestimmten Wertes sind. Zum Beispiel, wie fair ist die Maschine und an welchen Kennzahlen kann ich das festmachen? In 7000, in dem Standard, versuchen wir ein Verfahren, also stellen wir ein Verfahren vor, wie man überhaupt abschätzen kann, dass Fairness oder Bias als Wert für das System erforderlich ist oder hier von Bedeutung ist. Nicht in allen Systemen ist Fairness oder Bias ein Thema. Wenn Sie zum Beispiel Systeme haben wie bei Facebook, wo es um das Problem der Hassrede geht, ja, dann ist das ein ganz anderes ethisches Problem und auch hohes Risiko, egal ob der Gesetzgeber jetzt Facebook als KI ausklammert oder nicht. Das ist für uns ein Problem, dass Hassrede im Netz durch KIs eingesteuert werden, zum Beispiel dadurch, dass negative Nachrichten verstärkt werden. Und der 7000-Standard deckt in frühen Phasen des Systemdesigns auf und antizipiert, ob es zu solchen oder anders gelagerten Problemen kommen kann. Er stellt dann, das heißt, es geht um Innovationsprozesse im frühen Stadium. Oder wenn es bestehende Systeme gibt, werden diese vorgenommen und ethisch reflektiert. Und was wir dann machen, ist, dass wir aus einer ethischen Analyse, wo wir uns der Moralphilosophie auch bedienen,
leiten wir sogenannte Ethical Value Requirements ab. Das ist die wesentliche Brücke zwischen dem Erkennen, hier gibt es einen Wert wie Gerechtigkeit, Fairness, Gleichheit, Privatsphäre, Sicherheit, Transparenz, der von Bedeutung ist. Und der wird übersetzt durch Ethical Value Requirements, was eine hohe Systemanforderung ist, die dann den Systemanforderungen vorgelagert ist. Die Systemanforderungen sind aber dann, die wir auch im Standard behandeln, sind aber wiederum noch auf einer höheren systemischen Ebene als die Kennzahlen, die Sie jetzt hier schon im Detail besprechen. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist der 7000 nicht in der Partikulardiskussion drin, die ich jetzt hier in den letzten 5 Minuten mir angehört habe, sondern der ist viel breiter. Ich hoffe, dass ich damit Ihre Frage ansatzweise beantworten konnte. Nochmal für die Einordnung. Ich glaube, der Standard ist ja sozusagen in den letzten Wochen auch häufiger in Medien und Diskussionen erwähnt worden. Insofern vielen Dank dann nochmal für die Einordnung und den Zusammenhang mit der Diskussionsebene dieses Projektes. Tarek, du hattest dich eben gerade gemeldet. Ist das noch aktuell? Das ist noch aktuell und das verbindet sich ja schön mit dem, was Frau Spiekermann gerade sagte. Und zwar Bezug nehmen wir nochmal auf den Beitrag von Frau Zweig, diese Stakeholder-Dialoge, um, sagen wir, Fairness zu definieren. Oder ich vermute, Frau Spiekermann, in Ihrem Ansatz, wenn die Stakeholder sagen, Fairness ist für uns hier überhaupt kein Thema, dann würde das auch entsprechend in der Gewichtung nach unten gehen. Aus der Sicht eines unabhängigen Dritten, eines Testers, also der Organisationen wie die DEKRA, wie die verschiedenen Unternehmen der TÜV-Gruppe etc., wir nehmen ja die Position ein, dass wir als unabhängiger Dritter testen und zertifizieren. Also dass wir nicht inhaltlich gestalten in dem Moment, sondern was abprüfen. Das Schwierige an also eine Frage an Frau Zweig beispielsweise oder an Herrn Spiekermann von meiner Seite wäre, heißt das, diese Dialoge würden dann für eine ganze Kategorie an Systemen stattfinden oder würden die für jedes System einzeln stattfinden? Und dann ist natürlich noch eine zweite Frage, die, glaube ich, so auch im Q&A bereits von einem Vertreter der KAN gestellt wurde. Ich kann diesen Dialog für die intendierte Nutzung eines Systems führen. Aber kann ich in diesen Dialogen auch Out-of-Context-Use einbeziehen? Also auch hier ist die Frage, muss ich die intendierte Nutzung testen oder muss ich eigentlich alles abklopfen, was jemand mit so einem System tun könnte, bevor ich es teste und unter Umständen eben konformitätsbewerte? Frau Spiekermann, gerne direkt. Ja, es ist ganz klar, also aus ethischer Sicht ist immer so eine Frage, wie Fairness kontextspezifisch auf jedes einzelne System für den vorgesehenen Einsatz Kontext zu betrachten. Und das kann man auch abbilden. Das hat 7000 schon geleistet. Also sie haben immer ein System of Interest, was natürlich vom Betreiber oder vom Erbauer in einem ganz bestimmten, dafür intendierten Kontext eingesetzt wird. Ja? Und für dieses jeweilige Einsatzgebiet werden die ethischen Anforderungen mit den Stakeholdern herausgearbeitet. Und das kann man insofern auch prüfen, als dass man das traceable, also nachvollziehbar dokumentieren kann. Und dafür haben wir auch einen Vorschlag gemacht, wie man das macht. Das heißt, Sie haben von den frühen Stakeholder-Diskussionen angefangen. Jeder Schritt, der sich dem System nähert, wird dokumentiert. Es ist nicht so aufwendig, wie sich das vielleicht jetzt auf den ersten Moment anhört. Und diese Trace kann vom Compliance Officer nachvollzogen werden, dass die da ist. Prima. Ich hoffe, ich falle Ihnen gerade nicht ins Wort, weil meine Internetverbindung instabil ist.
Genau, Katharina Zweig würde gerne noch anschließen und dann würde ich, Herr Borges wartet sozusagen, ich lasse Sie schon die ganze Zeit warten, aber wir waren jetzt gerade noch beim Thema Normierung und ich würde gleich gerne die Brücke schlagen zur KI-Verordnung. Aber vorher noch kurz, Katharina, gerne zu der laufenden Diskussion. Ja, ich glaube, es ist sogar noch wichtiger, dass wir das Endergebnis testen. In Österreich gibt es einen Fall, wo eine Software verwendet wird, die definitiv diskriminierend ist. Und zwar bewertet die das Risiko einer Person, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das ist eine ganz einfache logistische Regression. Die Formel kann man sich ansehen. Man kann sehen, dass Frauen, Menschen über 50 und Personen, die pflegen, einen schlechteren Risikowert zugesprochen bekommen. Und wenn wir jetzt also das Testing nur auf der Systemebene durchführen würden, müssten wir zu dem Schluss kommen, das System ist diskriminierend. Aber die Argumentation in Österreich ist, dass dieses System so eingesetzt wird, dass damit genau die Personen, die vom Arbeitsmarkt diskriminiert werden und das System, das diese Diskriminierung widerspiegelt, dass dieser Gesamteinsatz dazu dient, diese Personen besonders zu fördern. Das heißt, auf Systemebene testen ist immer nur das eine. Da kann es sogar notwendig sein, dass wir Systeme haben, die Diskriminierung widerspiegeln, um genau eine solche Ausgleichsbewegung zu machen. Ich weiß, dass Frau Kollegin Spiekermann dazu auch eine klare Aussage hat, die, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das System und wie es eingesetzt wird, könnte auch in der Gesamtheit diskriminierend sein. Damit will ich nur sagen, es kann sein, dass das System sogar diskriminierend sein muss, damit der gesamte soziale Prozess antidiskriminierend sein kann. Und deswegen ist es notwendig, KI-Systeme immer in ihrer Auswirkung zu testen bezüglich Fairness und nicht als einzelnes System. Danke. Dann möchte ich vielleicht hier versuchen, die Brücke zu schlagen von der Ebene der Normierung in die Welt der europäischen Rechtsetzung. Mit dem Vorschlag für die KI-Verordnung hat die Kommission ja einen risikobasierten Regulierungsansatz vorgelegt. Herr Borges, bei Ihrer Analyse oder nach Ihrer Analyse des Regulierungsvorschlages und jetzt auch im Hinblick auf das, was gerade diskutiert wurde an Anforderungen und Testverfahren, ist der Vorschlag der Kommission dahingehend sinnvoll und trifft er die richtigen Differenzierungen auch hinsichtlich der Risikoklassen? Ja, vielen Dank, Herr Becker, für diese Fragestellung, die in den Kern der rechtlichen Regulierung geht. Wir sollten vielleicht noch mal überlegen, was der Unterschied ist zwischen Begriffen wie Fairness und anderen Dingen, die man auch in Normungen festlegen kann, und dem Recht. Das Recht ist ein Normensystem, das mit staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt wird, lernen die Erstsemester bei uns. Und damit wird deutlich, dass das Recht solche Normen etabliert, die für alle verbindlich sind und sie nicht individuell ausgesucht werden können. Wir reden also nicht von dem, was wünschbar ist, was sich der Einzelne als eine besonders gute Leistung oder ein hohes Maß an Fairness auf die Fahne schreiben kann, sondern wir reden von dem, was für alle verbindlich ist, sozusagen den Mindeststandard, den wir in einer Gesellschaft verlangen und zwangsweise durchsetzen. Vor diesem Hintergrund ist dann auch die geplante KI-Verordnung oder der AI-Act oder auf Deutsch das KI-Gesetz zu sehen, das auf einem risikobasierten Ansatz, der im Recht selbstverständlich ist, fußt und hier insbesondere ein Risikomanagement für sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme etabliert. Das Konzept Risikomanagement für Hochrisiko-KI-Systeme ist sozusagen der Kernbestandteil der Verordnung. Flankiert wird es von Transparenzanforderungen und vom Verboten bestimmter KI-Anwendungen. Und bei diesem Risikomanagement, da kommt es natürlich auf das jeweilige Risiko an. Diese Grundaussage ist offensichtlich richtig. Sie entspricht der klassischen Rechtstradition und es ist gut, dass man sich über Risikomanagement Gedanken macht. Es ist gut, dass man sich nicht nur Gedanken macht, sondern dass ein Hersteller von KI-Systemen zu einem Risikomanagement auch verpflichtet ist. Soweit wir also auf der konzeptionellen Ebene
bleiben, verdient der Verordnungsentwurf uneingeschränkte Zustimmung. Die spannende Frage wird sein, wie es dann im Detail aussieht. Die Frage könnte man stellen, ob die Risikoklassifizierung vielleicht zu grob ist, ob man hier flexibler sein müsste und viele andere Dinge. Aber wenn Sie fragen, ist das vom Grobkonzept her in Ordnung, so würde ich nach intensiver Analyse, die wir hier betrieben haben, dem zustimmen, dass das der richtige Ansatz ist. Dann würde ich gerne nochmal an Sie, Herr Legesmeier, fragen. Als Leiter eines Forschungsinstituts kennen Sie ja gewissermaßen auch die Seite der Betroffenen von solchen Vorgaben oder können die Seite nachvollziehen. Müsste die KI-Verordnung nicht eigentlich stärker differenzieren, wann eine Prüfung im Sinne der Assurance Cases, die, wie wir gehört haben, vielversprechend ist, aber sicher auch mit einigem Aufwand verbunden, wann solche eine solche Prüfung notwendig ist und wann nicht? Bräuchten wir hier nicht noch einen abgestufteren Ansatz in der KI-Verordnung? Ja, Sie waren bei mir gerade kurz weg, aber ich glaube, ich habe mitbekommen, was Sie gefragt haben. Ja, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Tatsächlich fallen viele Systeme, die im technischen Sinne sicherheitskritisch sind, also die kritisch in Bezug auf den englischen Begriff Safety sind, in ein und dieselbe Klasse nach dem Vorschlag für die KI-Verordnung, nämlich in die Hochrisikoklasse, also diejenigen, die eben mit Safety zu tun haben und für die a priori eben bestimmte Nachweise zu erbringen sind. Wir hatten über Assurance Cases ja schon gesprochen als ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, solche Systeme zu adressieren. Es gibt ja im Bereich der Sicherheitstechnik den Begriff des Safety Cases, der nach unserem Verständnis eben ein Spezialfall eines Assurance Cases ist und wenn er gut gemacht ist, eben auch diese Schlussfolgerungskette unterstützt, die wir für einen Assurance Case vorsehen. So, ob nun die Verordnung stärker differenzieren muss oder ob man das stärker differenzieren den die Verordnung untersetzenden Standards überlassen muss, darüber kann man streiten. Ich denke aber, dass stärker differenziert werden muss. Üblicherweise ist es so, dass in Rechtsnormen ja keine dezidierten technischen Forderungen enthalten sind, sondern die fordern implizit, dass eben dem Stand der Technik gefolgt wird, also man nicht fahrlässig oder vorsätzlich irgendwelche Dinge falsch macht. Und wenn das eben nachweisbar ist, dass das nicht erfolgt ist, dann wird man eben entsprechend in die Verantwortung genommen. Was Stand der Technik ist, ist ja durchaus in gewisser Weise volatil und wird in technischen Standards abgelegt, die, es wurde ja gerade schon erklärt, nicht unbedingt zwingend einzuhalten sind, von denen aber gilt, dass wenn sie eingehalten werden, das als Evidenz gelten kann, dass eben der Stand der Technik eingehalten ist, man damit also seine Sorgfaltspflicht erfüllt hat. Herr Borges, schließen Sie gerne direkt an. Ob das im Fall des Vorgerichts Stand hat, ist eine überlässt man normalerweise den Fachexperten und meines Erachtens gehört es da auch hin. Es gehört meines Erachtens nicht zwingend in die politische Regelung. Aber Antwort auf Ihre Frage, ja, ich denke, man müsste stärker differenzieren, sowas wie Safety Integrity Level wären sinnvoll und B, ich glaube, dass das nicht in eine KI-Verordnung gehört, sondern in technische Standards und Normen. Vielen Dank und Entschuldigung, dass ich Ihnen, glaube ich, ins Wort gefallen bin. Bei mir hängt der Ton irgendwie etwas hinterher. Das ist ja leider eine der Schwierigkeiten, dass wir uns nicht gegenüber sitzen. Und ohne größere Worte, Herr Borges, schließen Sie doch gerne direkt an.
Ja, Herr Kollege Legiersmeier hat das eigentlich schon fast wieder vorweggenommen, als er angefangen hat mit seinem Statement, ja, es müsste stärker differenziert werden. Und da wollte ich in Bezug auf Ihre Frage, Herr Becker, nochmal fragen, muss es dann im Gesetz sein? Aber ich stimme mit dem, was Herr Legiersmeier gesagt hat, als Ergebnis unserer Untersuchung völlig überein. Zu Beginn, das ist vielleicht auch interessant, hatten wir gedacht, dass die Einstufung der KI-Verordnungsentwurf zu grob sei. Zumal wir festgestellt hatten, ich hatte es eben in unserer Zusammenfassung kurz erwähnt, dass von den HR-Use-Cases fast alle in die Kategorie Hochrisiko fallen und deswegen einer starken Regulierung unterliegen, was durchaus für sich genommen problematisch ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, was die Alternative wäre, sollte der europäische Gesetzgeber, der nur alle paar Jahre mal in einer Verordnung tätig wird, tatsächlich feingranulare Risikoklassen auswerfen. Wenn man die Frage sich einmal stellt, kommt man sofort zur Antwort, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Folglich muss die genauere Risikosteuerung unterhalb der Ebene der europäischen Verordnung erfolgen. Das könnte nun die Kommission tun mit Rechtsakten. Und sie hat auch die Befugnis dazu, wenn es so zum Gesetz wird. Aber im Kern würde auch die Kommission natürlich, wie von Herrn Kollegen Legiersmeier richtig angesprochen, letztlich auf Fachleute zugehen. Und man wird, soweit man zur Normierung kommt, hier in einen interdisziplinären Dialog kommen. Die eigentliche Stärke des KI-Gesetzes ist, dass ein relativ breiter Anwendungsbereich für das Bestehen eines Risikomanagements gegeben ist, den wir so bisher nicht hatten. Das war bisher sehr viel unklarer. Und wenn das KI-Gesetz so käme, was ja auch noch keiner so recht weiß, dann hätten wir hier mehr Rechtsklarheit in Bezug auf die einzelnen Etappen des Risikomanagements. Allein das wäre sicherlich ein Gewinn für Rechtssicherheit und sicherlich auch für die zu erhoffende technische Sicherheit von Systemen. Tarek, vielleicht könntest du hier nochmal anschließen und auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die jetzt nicht ganz so tief in der Normenwelt sind, nochmal kurz den Konnex zwischen europäischer Regulierung und der Normenlandschaft beziehungsweise dem New Legislative Framework erklären und vielleicht auch nochmal auf die Bedeutung der neuen gemeinsamen Arbeitsgruppe von SEN und SEN-ELEC zu diesem Thema eingehen. Ganz gerne versuchen, wobei ich alle Mitpanelisten, die aus verschiedenen Blickwinkeln das noch wesentlich besser wissen als ich, herzlich dazu einlade, reinzugrätschen, wenn es bei mir allzu wild wird. Insofern, es gibt im Rahmen des EU AI Acts, der ja, wie ich gerade auch in den Kommentaren hier gesehen habe, teilweise dafür kritisiert wird, dass er nicht technisch genug sei oder die technologischen Details nicht ausreichend ausformuliert seien, die Möglichkeit vor dem Hintergrund des sogenannten New Legislative Frameworks durch die Kommission die Standardisierungsorganisationen zu mandatieren, Normen zu erstellen, die dann einen entsprechenden Rechtsakt untermauern oder eben mit technischen Details versehen. Konkret für den EU AI Act, wie wir ihn im Moment diskutieren, heißt das, dass sich im Mai diesen Jahres bei CENELEC, also das ist ein Zusammenschluss zweier der drei großen europäischen Standardisierungsorganisationen, die dritte wäre ETSI, eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die auch genannt ist Joint Technical Committee 21 Artificial Intelligence. Und in dieser Arbeitsgruppe bei CENELEC sind die jeweiligen nationalen Standardisierungsorganisationen der EU-27-Staaten plus einiger weiterer Staaten, wie beispielsweise das Vereinigte Königreich, wie die Schweiz vertreten. Kommission für 2022 mandatiert. Normen CENELEC beantragt. Das heißt, im Jahr 2022 wird sich dann dieser CENELEC-Arbeitsausschuss damit beschäftigen, zu den angefragten Themen die unterliegenden Normen zu liefern. Das System dabei, also für diejenigen, die ganz neu zur Standardisierung sind, sieht so aus, dass, wie ich gerade sagte, bei CENELEC
die nationalen Positionen vertreten werden. Das heißt, es gibt nationale Spiegelkomitees zu diesem CERN-Senelec-Ausschuss. In Deutschland ist das der DIN-DKE-Gemeinschaftsausschuss zu künstlicher Intelligenz. Und diese nationalen Positionen werden dann im jeweiligen nationalen Spiegelgremium erarbeitet, wo eben Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft sich einbringen können und die Inhalte entwickeln. Noch ein kurzer Hinweis, was man über Standardisierung wissen muss, um auch teilweise zu verstehen oder vermutlich in den nächsten Jahren zu verstehen, warum manche dieser Prozesse so laufen, wie sie laufen. Standardisierung ist zunächst konsensgetrieben. Das heißt, bei CERN-Senelec, nachdem diese standardisierten Normen eingehen, wird wirklich jedes Spiegelkomitee auf nationaler Ebene sich eine Meinung dazu erstellen. Und diese Meinung ist eine Konsensmeinung aus der Sicht der genannten Gruppen. Das heißt, aus der Sicht von Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft. Das wird wieder nach oben getragen und es wird dann ein europäischer Konsens oder ein CERN-Senelec-Konsens daraus gebildet. Ein Risiko, das darin liegt, ist natürlich, dass diese Konsensbildung nicht unbedingt immer der verfahrensschnellste Ansatz ist. Vorteil ist, dass es eben die Möglichkeit der Mitsprache aller genannten Gruppen gibt. Ja, ich nehme an, dass jemand von den anderen Panelisten unter Umständen noch ein oder zwei Nuancen beitragen will. Genau, ich würde vielleicht mal fragen an Sie, Frau Spiekermann, da vielleicht nochmal die Synergien oder Parallelen mit den Diskussionen in IEEE aufzuzeigen, die ja jetzt als Normungsorganisation mit amerikanischem bzw. weltweitem Anspruch jetzt wahrscheinlich nicht in erster Linie den EU-AI-Act im Blick hatte, aber vielleicht hat der Vorschlag in Ihren Diskussionen doch eine Rolle gespielt. Also zunächst mal ganz kurz noch zu dem, was Herr Besold gerade sagte, wenn sich jetzt dort die ersten Arbeitsgruppen zur letztlich Umsetzung und Übersetzung des AI-Acts bilden, sollte man schon darauf achten, dass die etwas inklusiver sind als so manche Sitzung, die ich in meinem Leben dort schon auch miterlebt habe, sei das ETSI, ISO oder CENIAC. Das habe ich die Problematik besteht nämlich darin, dass die Stakeholder aus dem Bereich der Universitäten und der Gesellschaft sich es ja oft gar nicht leisten können, zu diesen Meetings hinzufahren und sich so regelmäßig und in der Intensität einzubringen in diese Verfahren wie, sag ich mal, bezahlte Unternehmensvertreter. Und ich frage mich, wer jetzt dann in den nächsten Jahren die Ressourcen aufbringen kann, hier die Gesellschaft auch adäquat zu vertreten. Und zwar nicht nur durch irgendwelche Kommentare, die man dann mal irgendwo hinschickt und die dann untergehen, sondern wirklich also auch Gewicht haben in diesen Arbeitsgruppen. Das ist eine Herausforderung, die ich da sehe und die ja auch dazu der Grund war, warum PE7000 das Projekt so lange gedauert hat, nämlich 5 Jahre. Weil alles über virtuelle Meetings, so wie diesem hier, organisiert wird und die ganze Welt teilnehmen kann und alle ein gleiches Mitspracherecht haben. Und es letztlich nur um den Einsatz des Einzelnen angeht, die Arbeit zu machen und nicht darum, dass ich mir das leisten kann, 3 Tage irgendwo hinzufliegen oder 5, ja. Das ist wichtig und die Transparenz dieser Prozesse ist enorm wichtig, weil ich glaube, die ganze Welt steht gerade in den Startlöchern zu entscheiden, ja, wie das Gesetz auf technischer Ebene umzusetzen ist. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, die eine Herausforderung, die ich sehe, ist im jetzigen AI-Act, sind ja sehr viele Werte beschrieben, unter anderem, dass sich die künstlichen Intelligenzen, die Hochrisikointelligenzen am EU-Charter, an den Werten, die in der EU-Charta verankert sind, orientieren sollte. Ja? Nehmen wir zum Beispiel mal die Menschenwürde und dass der Betreiber nachweisen muss, dass er sich bei der Entwicklung der KI über die Würde des Menschen Gedanken gemacht hat. Wie schaffen wir denn das?
Also das, da sehe ich noch eine große Herausforderung. Das ist das Einzige, wo ich jetzt mit Sicherheit sagen kann, dass der 7000-Standard insofern sehr gut wäre in der Umsetzung des jetzigen Gesetzesvorschlags, weil er eben in der Lage ist, jegliche Form von Wert zu übersetzen in die Stakeholder-Praxis und also in die Stakeholder-Wahrnehmung und in die Unternehmens-, also in die Systemanforderungen. Also jeglicher Wert kann aufgenommen und traceable, nachvollzogen dargestellt werden. Das ist der Vorteil von dem 7000-Standard. Und da sehe ich im Moment noch nicht, wie andere, ob andere Standards hier so etwas liefern können. Letztlich ist es aber das, was die Gesellschaft braucht. Und das ist jetzt, da komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt, nämlich dem, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Whistleblower, den Whistleblower-Case rund um Instagram verfolgen mit der Frances Hogan, dann geht es da ja auch, also würde man ja auch sagen, dieser, so ein Fall müsste ja eigentlich unter den KI-Act auch fallen, oder? Wenn das System nachweislich die mentale Gesundheit der Nutzer schädigt. Und vor diesem Hintergrund, dass die sowohl der Gesetzgeber als auch die dann daran andockenden Umsetzungsstandards skalierbar sein müssen auf jegliche Form von Case, wie zum Beispiel diesem. Da glaube ich, kommen einige Herausforderungen auf uns zu, weil das ist nämlich viel schwieriger, als irgendwelche technisch nachvollziehbaren Kennzahlen abzuarbeiten, deren Effizienz und Verlässlichkeit ich dann unter Umständen durch Testen oder so einfach prüfen kann. Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Hinweis auf die häufiger fehlende Diversität in den Standardisierungsgremien, der betrifft nicht nur sozusagen die Diskrepanz zwischen Industrieakteuren und WissenschaftsvertreterInnen, sondern natürlich auch im Sinne des ATDD-Ansatzes, den Markauer vorhin vorgestellt hat, sollten ja eigentlich auch da insbesondere Fragen der Geschlechterausgewogenheit und auch sonstiger oder die Beteiligung aller möglichen betroffenen Gruppen eine Rolle spielen. Insofern vielen Dank da nochmal für den Hinweis in die Richtung. Wir werden natürlich als Projekt und somit als Wissenschaft auch versuchen, unsere Ideen in die Normungsarbeit einzubringen. Und da freuen wir uns auch auf den Austausch mit Ihnen, wenn Sie als GI-Mitglieder oder sonstige Zuschauende sich ja, in die Thematik stärker einbringen wollen, melden Sie sich sehr gerne beim Projektteam. Ansonsten, oder was heißt ansonsten, also Tarek hat sich einmal gemeldet, ich denke, bezugnehmend auf die Fragen, was die Standardisierung angeht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Herr Borges vielleicht auch nochmal anknüpfen möchte an die Bezugnahme auf die EU-Grundrechtecharta. Ich will eigentlich nur ganz kurz zwei Sachen sagen. Zum einen ganz, ganz herzlichen Dank an Frau Spiekermann für den Hinweis bezüglich der Diversität und der Beteiligungsmöglichkeiten auch an, sagen wir mal, nicht industriell finanzierte Expertinnen und Experten. In der Hinsicht zwei Hinweise. Zum einen, und das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber das wissen noch viel zu wenige Organisationen. Es gibt auf EU-Ebene ein Programm namens Stand ICT, das es ermöglicht, Partizipation an Standardisierungsaktivitäten co-zu-finanzieren. Das deckt natürlich nicht, leider, aber das deckt natürlich nicht das Vollzeitgehalt einer Mitarbeiterin, die sich damit beschäftigt. Aber zumindest gibt es die Möglichkeit, gerade Reisemittel, gerade Aufwandsmittel für Sitzungsteilnahmen kofinanzieren zu lassen. Und zweitens da direkt auch noch ein Appell an Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade live dabei sind. Es ist inzwischen auch auf deutscher nationaler Ebene erkannt und bekannt, dass Standardisierung
eine der Kernrollen für die Zukunft des regulatorischen und ökonomischen Rahmens für KI darstellt. Es gibt eine Normungsroadmap, es gibt verschiedenste Initiativen. Ich hoffe nach wie vor ganz stark, dass diese Initiativen in naher Zukunft, und sagen wir, eine sich neu formende Regierung ist da eine große Gelegenheit, auch in Finanzierung, gerade für Wissenschaft und Gesellschaft widerspiegeln wird. Also insofern, Frau Spiekermann, Sie haben total recht. Das Ganze ist zwar pro forma offen und partizipatorisch. Es gibt auch die positiven Ausnahmen, wo es voll funktioniert. Es gibt aber eine massive Ungleichheit in den Ressourcen zwischen professionellen Industrieplayern, zwischen Thinktanks, zwischen Wissenschaftlern. Und da würde ich ganz, ganz stark auf die öffentliche Hand hoffen, so sie es denn ernst meint, mit der Schlüsselrolle, die all das spielen soll, dass das auch entsprechend mit Mitteln unterfüttert wird. So, Herr Borges, ich glaube, Sie sind der Nächste in der Queue. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur noch auf einen Punkt hinweisen, der die Schwierigkeit von Standardisierung in Bezug auf Zertifizierung und dann letztlich wieder auf das Recht schiebt. Am Ende eines Prozesses gibt es nach der KI-Verordnung, wie jetzt auch nach dem Produktsicherheitsrecht, ja ein CE-Siegel, mit dem ein Produkt ausgezeichnet wird. Und wenn wir jetzt die Brücke schlagen wollen zur Standardisierung bis hin zur Überprüfung von Produkten auf Sicherheit aufgrund einer Zertifizierung, dann sehen wir ein paar Herausforderungen, die wir hätten. Wir haben viele konkurrierende Standards und die Schwierigkeit ist dann immer die Frage zu bestimmen, welcher Standard eigentlich welche rechtliche Anforderungen umsetzt. Und das ist eines der Kernprobleme, was wir auch in Bezug auf das KI-Gesetz oder den AI-Act haben werden, dass noch ganz unklar ist, welche der zahlreichen, sehr heterogenen Zertifizierungsansätze oder Standardisierungsansätze eigentlich den Willen des Gesetzgebers festlegen wollen. Darauf haben wir bisher noch keine so richtig gute Antwort, wenn man nicht auf die Kommission vertrauen will, die dann eben wiederum ein paar gesetzlicher Kraft bestimmte Standards herausgreifen würde. Das ist ein Problem, mit dem wir uns in den weiteren Forschungen noch durchaus beschäftigen müssen, wie wir in einer äußerst heterogenen, sowohl was die Inhalte als auch die Systematik angehend, heterogenen Welt der Standardisierung und daraus möglicher Zertifizierung zu einem Ergebnis kommen, was dem Hersteller, aber auch dem Nutzer eines Produkts hinterher die Gewissheit gibt, dieses Produkt ist rechtlich in Ordnung und erfüllt die berechtigten Sicherheitserwartungen. Da sind wir auch noch nicht ganz so weit, wie man gerne wäre. Frau Spiekermann, schließen Sie gerne direkt an und dann Katharina. Ja, Herr Borges, das war ganz, ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Und ich würde mir wohl wünschen, dass bevor es dazu dass es ein Gutachten geben wird, was diese Standards auch mal miteinander vergleicht und sie einordnet. Und sowohl so ein Gutachten als auch Standardisierungsgruppen selbst sollten von nachweislich unbestechlichen, unabhängigen, respektablen Persönlichkeiten gemacht werden. Sie haben ja alle mitbekommen, dass es kaum noch eine Universität gibt, kaum noch Universitätsprofessoren, die nicht massiv von der IT-Industrie finanziert werden im Hintergrund. Es ist eben, weil Sie, Herr Wesold, eben sagten, man sollte doch bei der EU einen Antrag auf Reisemittel stellen, ne?
Das ist zwar toll, dass es das gibt, das wird aber bei weitem nicht ausreichen. Als Chair, also ich war ja 5 Jahre Co-Chair, weiß ich einfach, dass derjenige den Stift in der Hand hält und derjenige, der die Gruppen koordiniert und derjenige, der die Comment Requests, also die Kommentierungen beantwortet, die Macht hat in solchen Gremien. Und es ist wichtig, dass unabhängige, unbestechliche Personen hier in der Führung sind. Und nicht irgendwelche Leute, die dafür bezahlt werden, die Zeit dafür aufzubringen. Und das finde ich eben gerade jetzt, wo wir die Debatte führen, wichtig als Anforderung. Wir können nicht mit irgendwelchen Leuten und Studenten, die PhD machen und denen wir die Reisemittel bezahlen, diese Gruppen bevölkern, sondern wir brauchen verantwortungsvolle, respektable Persönlichkeiten, die nicht bestechlich gewesen sind in den letzten 15, 20 Jahren. Vielen Dank. Ganz kurz sozusagen als Zwischeneinschub, weil Sie sich eine Übersicht über Standards und Normen gewünscht haben. Wir haben im Zuge dieses Projekts eine Projektveröffentlichung, die genau den Versuch unternommen hat, sicher nicht vollständig und auch nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand, aber zumindest, glaube ich, das umfangreichste, was es dazu gibt. Ich kopiere den Link in den Chat und übergebe direkt an Katharina Zweig. Ich wollte noch mal auf Entschuldigung, verschluckt. Ich wollte noch mal auf etwas eingehen, was Frau Schwiegermann vorher gesagt hat, wo ich kurz nachdenken musste. Fällt der Instagram-Fall unter den AI Act? Ich glaube, eine interessante Nebenwirkung des AI Actes wird sein, dass Dinge, die vorher als KI verkauft wurden, plötzlich gar keine KI mehr sind, damit man nicht mehr unter diese Regulierung fällt. Vielleicht ja auch gewollt. Und die große Frage ist tatsächlich, ist so ein Recommender-System, wie es hinter Facebook steht oder eben hinter Suchmaschinen, hinter all diesen Social Media, ist das jetzt wirklich KI oder sind das doch sehr viel klassischere Softwareprodukte? Ich würde hier den Standpunkt, mich auf den Standpunkt stellen, dass wir hier eine zweite Klasse von Systemen haben, die dringend der Regulierung bedürfen, nämlich sogenannte sozioinformatische Systeme. Denn das problematische Verhalten von Hassreden, Fake News und Ähnlichem auf Social Media kommt zustande durch psychologisches Verhalten von Menschen und der Software und gewissen Einstellungen, die da sind. Und ich glaube tatsächlich, dass die EU gut daran täte, diese sozioinformatischen Systeme auch in den Blick zu nehmen, ob sie jetzt ganz gut unter den KI-Fall fallen, das ist eben zu diskutieren. Aber ich denke, das wäre dann ein Folgeprojekt und deswegen ist das auch nur eine Nebenbemerkung. Ja, vielen Dank. Dann lassen Sie uns doch die letzten 10 Minuten noch mal einen Blick auf die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuschauer werfen. Es gibt einige Fragen, die nochmal in die Grundlagen unserer Diskussion zurückgehen. Wir haben uns ja jetzt doch also vom Thema Fairness und Safety über Normen, Standards, den KI-Akt bis zur Frage hochgearbeitet, wie sollten eigentlich Normierungsgremien und Gesellschaften aussehen. Wenn wir jetzt nochmal ganz zurückspringen, gibt es die Frage, die, glaube ich, schon häufiger auch in diesen Runden aufgekommen ist, aber dann doch viele umtreibt, wird ein KI-System fairer, indem man bestimmte Parameter nicht berücksichtigt oder ist nicht gerade das auch Teil des Problems? Und vielleicht können wir das verknüpfen, um jetzt nicht sozusagen ganz Gesprächsebene zu verlassen. Es gibt mehrere Fragen zum Thema Sandboxes, also Experimentierräume, die ja im KI-Act vorgesehen werden. Da würde mich von Ihnen allen auch nochmal Ihre Einschätzung interessieren, wie
stark reguliert solche Experimentierräume sein müssen oder ob wir die nicht tatsächlich auch brauchen, um die noch offenen Fragen, die heute angeklungen sind, zu klären. Aber vielleicht einmal an dich, Katharina, denke ich, richtet sich vor allem die Frage auf die Einbeziehung von Fairnesskriterien. Ja, das ist eine glücklicherweise sehr einfach zu beantwortende Frage. Also die Frage nach Fairness by Unawareness: Sind Systeme objektiver, fairer, wenn wir ihnen einfach vorenthalten, wer Männlein, Weiblein ist, wo jemand herkommt? Das ist ganz einfach zu beantworten. In den allermeisten Fällen wird das System fairer, wenn es darüber Bescheid weiß. Oder auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit dafür. Das heißt, ganz klar ist, wir brauchen diese Informationen, diese sogenannten sensitiven Eigenschaften, um überprüfen zu können, ob Systeme unfair entscheiden bezüglich dieser Gruppen, die sich durch die sensitiven Attribute bilden. Aber in den meisten Fällen wäre es wahrscheinlich am besten, wenn sie tatsächlich auch zum Training der KI-Systeme verwendet werden könnten und unter Umständen, da es eben diese miteinander in Konflikt stehenden Fairnessmaße gibt, wäre es sogar am besten, wenn es für bestimmte Untergruppen einfach eigene KI-Systeme gäbe. Tatsächlich würde ich mich aber als Bürgerin, also das ist theoretisch, ich kann Ihnen das nachweisen, da gibt es Beweise, wir können Ihnen Datensets zeigen, wo das tatsächlich gut nachvollziehbar ist. Als Bürgerin fände ich das natürlich äußerst unangenehm, wenn ich dann vor einem Arbeitgeber stünde und sage, ja, wir haben die Frauen-KI jetzt auf Sie angewendet und die Frauen-KI sagt, Sie kriegen den Job nicht. Bei der Männer-KI hätten sie den Job gekriegt oder ähnliche absurde Situationen. Also am Ende stellt sich immer wieder dasselbe heraus. Wir werden jetzt durch die KI-Systeme auf Fragen zurückgeworfen, die wir seit Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden, philosophisch diskutieren. Aber zum ersten Mal müssen wir halt quantifizierbare Antworten finden, damit wir Computer diese Arbeit machen lassen können. Deswegen finde ich das auch eine enorm interessante Zeit, in der man leben kann und hoffe eigentlich, dass sich auch die Sozial- und Geisteswissenschaftler stärker in diese Debatten einmischen. Denn das sind, wie gesagt, Jahrhunderte, Jahrtausende alte Fragen der Gerechtigkeit, der Frage danach, wie wir leben wollen in einer Demokratie. Und die können wir eben nicht alleine beantworten. Aber wenn wir KI-Systeme an diesen kitzligen Stellen anwenden wollen, dann müssen wir sie beantworten. Denn Computer können mit den rein philosophischen Diskussionen leider nichts anfangen. Die brauchen Zahlen, um dann agieren zu können. Danke dir. Zur Frage der Sandboxes im EU-Regulierungsvorschlag. Ich sehe gerade Herr Borges, sehr gerne. Ja, Herr Becker, die Frage nach Sandboxes ist keine neue. Sie stellt sich bei jeder neuen Technologie. Es gibt bisher aber kein wirklich überzeugendes Konzept für Sandboxes, weshalb die praktische Bedeutung geringer ist, als wir es gerne hätten. Denn wenn ein System einmal auf den Bürger losgelassen wird, dann hätten wir gerne die volle Sicherheit. Und das ist die große Schwäche von Sandbox-Systemen. Sandboxes sind... super... im Bereich der Forschung, System dann immer noch von einer Sandbox profitieren und deswegen geringere Sicherheitsstandards erfüllen. Das wollen die Bürger. Nicht. Und das heißt, Sandboxes sind, sonst hätten wir sozusagen eine unsichere Welt. Und das begrenzt diesen schönen Ansatz leider. Ja, Frau Zweig hat etwas gesagt, was für das Recht in allemal gilt. Die neuen Technologien stellen uns auf Grundfragen des Rechts. Und eine der Fragen, die wir in den nächsten Jahren beantworten müssen, Gegenstand unserer Forschung hier am Institut für Rechtsinformatik natürlich, ist die Frage, wie viel Kontrolle wir dann auf derartige Entscheidungen eigentlich ausüben wollen. Ich sage in den Vorträgen immer, ich darf meine Schokolade schenken, wem ich will. Und auch ein KI-System
ist nicht ständig im Bereich einer Rechtsverletzung, wenn es diese und jene Entscheidung trifft. Die Frage, was wir tatsächlich verbieten und durchsetzen müssen an Entscheidungsfreiheit und sei es der einer maschinellen Entscheidung, das ist noch eine ganz spannende Frage bei der Abwägung, ob wir dann gewünschte Fairness tatsächlich rechtlich verbindlich machen. Hier steht offensichtlich gewünschtes Fairnessverhalten im Gegensatz zur Freiheit zu denken und zu tun. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Abgrenzungsprozess, den wir rechtlich richtig gestalten müssen. Also die Frage ist dann immer, wer trifft wann, wo, wie die maßgebliche Entscheidung. Das wird nicht alles in Standardisierungsgremien sein. Das werden am Ende des Tages auch Richter machen müssen. Aber die Aufgabe des Gesetzgebers wird es sein, und das ist für uns ein wichtiger Punkt, dass von der europäischen Ebene bis in die nationalen Gesetze und Ausführungsgesetze und in die Rechtspraxis zu bringen. Das wird, insofern bin ich ganz glücklich darüber, was Frau Zweig gerade gesagt hat. Insofern leben wir in spannenden Zeiten, denn das Recht wird sich mit der KI ganz dramatisch verändern. Vielen Dank, Herr Borges. Herr Legesmeier, bei 5 Personen ist es immer ein bisschen schwer, alle ausgewogen zu beteiligen. Sie waren jetzt sozusagen schon länger nicht mehr dran, deswegen würde ich Ihnen gerne die Möglichkeit geben, auch nochmal zu den vielleicht auch Wünschen der Forschung an den KI-Act zu äußern. Herr Borges hat sozusagen gerade die rechtlichen Limitierungen von Sandboxing-Ansätzen beschrieben, aber vielleicht stellt sich das Ganze aus Sicht der Forschung dann doch auch nochmal anders dar oder aus Sicht der informatischen Forschung? Ja, stellt sich schon ein bisschen anders dar. Also tatsächlich ist die Praxis prinzipiell beschränkt. Das ist natürlicherweise so. Wenn man sozusagen der Anwendung Grenzen setzt, was Sandboxing ja letztendlich verlangt. Aber auf der anderen Seite kann es auch Chancen bieten, Dinge zu lernen für Anwendungen außerhalb der Sandbox. Sie wissen, dass wir seit dem zurückliegenden Sommer ein neues Gesetz zum autonomen Fahren in Deutschland haben, das durch den Bundestag gegangen ist. Ich glaube, es war im Mai und letztendlich inzwischen auch in Kraft ist. Und dort geht es um autonomes Fahren. Im Wesentlichen nach meinem Verständnis anwendbar auf den öffentlichen Nahverkehr, weil verlangt wird, dass autonome Fahrzeuge unter Supervision sind, wobei nicht verlangt wird, dass der Aufpasser im Bus selbst sitzt, sondern er kann irgendwo sitzen außerhalb, was die Chance bietet, eben mehrere Fahrzeuge zu überwachen. Und außerdem ist der Anwendungsbereich einzuschränken. Das ist also, wenn man so will, ein liberales Sandboxing-Konzept, aber natürlich für einen tatsächlich real existierenden Anwendungsfall, den ich ziemlich naheliegend finde. Ich war als Fachexperte in den Verkehrsausschuss geladen, als dieser Gesetzentwurf diskutiert worden ist und habe mich dafür stark gemacht, ihn eben von der Anwendung her nicht auf den öffentlichen Nahverkehr zu beschränken, sondern das offen zu lassen. Denn natürlich kann man für Fahren außerhalb dieser Sandbox in der Sandbox lernen, also Erfahrungen sammeln. Es geht um Erprobung. Und ich glaube, das ist gerade das Interessante am Sandboxing, dass ich einen geschützten Raum definiere. Wenn ich diesen geschützten Raum aber gut definiere, klug sozusagen, dann kann ich es schaffen, für Dinge außerhalb dieser Sandbox eben doch Erfahrungen zu gewinnen. Und nochmal, der Bereich, über den wir hier diskutieren, ist ja eigentlich nicht KI in voller Schönheit, weil es eine Menge KI-Technologie gibt, die im Hinblick auf das, was wir hier diskutieren, völlig unproblematisch ist, nämlich zum Beispiel fast die gesamte symbolische KI. Wir diskutieren hier immerzu maschinelles Lernen als Synonym zu KI. Das ist aber eigentlich im Grunde genommen völlig falsch. Das müsste, glaube ich, hier an der Stelle auch mal gesagt werden. So, und für maschinelles Lernen gibt es eine Reihe von Herausforderungen, für die wir im Moment noch keine Lösungen haben. Und da ist Sandboxing möglicherweise ein geschützter Raum, in dem man lernen kann, für Dinge außerhalb der Sandbox.
Vielen Dank und vielen Dank auch nochmal für die begriffliche Klarstellung. Natürlich geht in der Vereinfachung hier dann doch häufiger mal auch einiges durcheinander. Umso besser, wenn wir das dann auch nochmal richtig definieren. Wir haben uns jetzt vorangearbeitet von den Anforderungen und Testverfahren über die bestehende Normenwelt und die Anforderungen des AI Acts und sind leider auch schon am Ende unserer Diskussionsrunde angekommen. Es gab noch weitere Wortmeldungen, Tarek, Frau Spiekermann. Ich hätte Sie sehr gerne noch drangenommen, aber ich hoffe einfach mal, dass wir mit unserer Arbeit im Projekt weitermachen werden, auch über die aktuelle Projektlaufzeit hinaus und dass wir uns dann weiter im Austausch befinden und die spannenden Themen oder den Faden hier einfach nochmal aufnehmen. Also vielen Dank an dieser Stelle Ihnen allen, Ihnen Panelistinnen und aber auch natürlich Ihnen, den Zuschauerinnen und Zuschauern. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich gebe zurück an Daniel Krupka. Ja, lieber Nicolas, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an dich, vielen Dank an die Panelisten, Tarek Besold, Katharina Zweig, Georg Borges, Peter Liggesmeier, Sarah Spiekermann, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war wirklich sehr spannend.